Das ist dein erster Fisch dieses Jahr, oder? So Leute, also der Knoten ist dann heute endlich geplatzt, nachdem der erste Biss ins Nichts ging. Jo, auf jeden Fall geil. Also war irgendwie unverhofft, weil Marco sagt, komm, misst ihr mal. Ist echt fett, das kann man nicht sagen, aber das täuscht ja so ein bisschen. Und er hat gesagt, dass ich zumindest noch kurz was, ja. Oh, ihr seid Marcos Glücksbringer. Wir müssen das verschieben. Jo. Da sieht man's. Hey. Doppelbiss. Oh, meins ist gerade nicht so interessant, weil Marco seiner. Wir haben nicht mehr viel Akku. So Leute, hier mein Fisch. So Freunde, was für ein Abgang jetzt noch. Erst hat es bei mir gebissen gerade noch, bevor wir uns schon verabschiedet haben. Eine Brasse, dann hat es auch bei Roberts Rute gebissen, dann hat es wieder bei mir gebissen. Und oh, das Schönste kommt jetzt noch. Was meinst du genau mit das Schönste? Foto anrühren, ja. Bei den Temperaturen, ja, macht sich das immer sehr gut. Ich bin gleich wieder da. So. Einen wunderschönen. Ja, da sind wir wieder. Würde die Gunst der Stunde jetzt gleich mal nutzen, um euch zu zeigen, wie ich meine Montage vorbereite bzw. fertigstelle. Um euch das einfach mal von Anfang bis Ende zu zeigen, weil ja beim letzten Mal, der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben, mir das Malheur am Ufer passiert ist und danach die Schnur einfach nicht mehr brauchbar war, weil die komplett verkringelt war, dann ja, sollte man mit den 1-2 Metern dann nicht knausrig sein und die Rouge gerne abschneiden. Habe ich dann auch gemacht, geht dann vorsichtshalber gerne auch nochmal mit Daumen und Zeigefinger über die Schnur drüber, um dann irgendwelche porösen Stellen zu sehen und dann dementsprechend abzuschneiden. Ja, wer hätte es gedacht, an die Tangle-Boom-Futterkorb hat sich gar nichts geändert. Hier der gute Schwarz in 100 Gramm sind es, glaube ich, ja, und ein, glaube 18 cm langes an die Tangleboom. Mache ich das gerne auch noch mal ab. Also hier ist im Prinzip bloß ein Wirbel. Ist halt alles ein bisschen mit den Wurstfingern schwierig so zu zeigen. Mehr ist es gar nicht. Sup. Nicht wundern, ich bin noch ein bisschen müde. Ist noch relativ früh am Morgen. Und ja, die Idee, die Robert und ich hatten, hier ein bisschen früher aufzutauchen, um den Angelplatz zu sichern, um angeln zu können, hat auch funktioniert. Ja. Wir haben jetzt hier bei uns, von mir aus gesehen, links haben wir noch jemanden sitzen, den wir auch kennen. Aber der Platz ist auf jeden Fall so ausreichend, dass wir hier zu dritt angeln können. Von daher hat das schon mal gepasst und war auf jeden Fall der richtige Lösungsweg, um früher aufzustehen. Weil viel mehr Angelstellen hast du hier nicht. Und ja, wie ihr wahrscheinlich auch, haben wir immer noch ein bisschen mit Hochwasser zu kämpfen. In der Zeit, wo ich jetzt gelabert habe, habe ich jetzt die Hauptschnur in das an die Tangleboom, also in das Röhrchen, hineingefädelt. Mehr ist es gar nicht, liegt hier frei auf der Hauptschnur. Robert, wolltest du irgendwas sagen? Oder? Nee, ich wollte immer noch, du mich mal ein bisschen mehr, ja, sieht. Mach mal ein bisschen. Ja. Genau, dann kommt hier wieder der Wirbel ins Spiel. Viele haben ja auch so einen Schlüsselring am Futterkorb. Ich habe es auch schon gesehen ohne. Da hängst du den bloß dementsprechend rein. Auch sehr gerne mal eine Sollbruchstelle. Haben wir auch schon in der Vergangenheit feststellen können, dass die einfach mal brechen. Also weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist mit so einem Schlüsselring am Futterkorb selber, aber ja, nee. Was für ein Schlüsselring? Ne, hier, Schlüsselring hier. Ach so. Hier. Ja. Ja, kannst du dran lassen, kannst du abmachen, kannst du halten wie ein Dachdecker, wie man so schön sagt. Wir lassen es einfach dran. Wenn ab, dann ab. Wenn nicht, dann auch nicht. Ne, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt brauchst du natürlich einen Wirbel. Dann habe ich natürlich nicht griffbereit. Ich mache euch mal kurz. Ich kann dir einen Wirbel geben. Gibt's mir einen Wirbel? Eine Größe. Nö, klein Stabi. Klein Stabi-Wirbel, ja. Du hast ein kleines Freundes. Zeig mal, Ruby, aus deiner Trickkiste hier. Das? Ja, ein bisschen groß. Ja, na, oder? Nee. Ich kann auch. Massiv, wie muss man gerne sagen. Ne? Das, ich weiß nicht, ob das ein bisschen kleiner das ist, aber ich nehme den sicher nicht schnell. Der hier ist aus Roberts Zauberkiste. Ja, nehmen wir den mal. Zauberkiste. Aber was habe ich vergessen? Die Zauberkiste. Können wir ja auch mal irgendwann drauf eingehen, was wir eigentlich haben. Ja, muss man so reinhalten, hat man nicht gesehen. Ja. Man muss löschen. Highlight? Nee, hat man nicht gesehen, deine Kiste. Die war zu weit weg. Das sind Kaugummis? Achso. Kaugummis. Ich hänge mir Kaugummis an Hauptschnur. Verrat's gerne, das ist ein Geheimnis. So, wer macht jetzt Futter? Du machst Futter. Falls jemand Interesse hat, auch mal an einem Samstag um 6 aufzustehen und Futter anzurühren, ihr seid herzlich willkommen. Oder ihr könnt es auch zu Hause anrühren und uns vorbeibringen. Oh, geht alles, ne? Jo, so, dann habe ich hier eine kleine Perle, um meinen Knoten zu schützen vor dem Wirbel.
Da ist auch bloß ein kleines Loch drin. Das werdet ihr jetzt überhaupt nicht sehen. Führt da einfach bloß eure Hauptschnur da rein. Das, was lustig ist, diese Perle hat gar kein Loch für die Hauptschnur. Gut, soll es auch geben. Dann nehmen wir eine andere. Haben wir genug. Ist ein bisschen jetzt anders, das Modell. Unten ein bisschen dicker, oben ein bisschen flacher. Aber der Zweck ist derselbe auf jeden Fall. Dann einfach bloß hinein, die ganze Geschichte. Morgen. Ist auch bloß freiliegend auf der Hauptschnur. Mehr ist es gar nicht. Und jetzt kommt der Wirbel. Jetzt kommt der Wirbel wirklich. Danke an den lieben Spender auf jeden Fall. Oben. Ne? Dann mein beliebter Clinchknoten. Nehmt da einfach euren Wirbel mit der Hauptschnur hinein in die Öse. Zip. Dann einmal so hinein. Dann nehme ich gerne meinen Zeigefinger. Zack. Und dann geht er einfach mit dem überschüssigen Ende, ich mache gerne 6-7 Mal, an der Hauptschnur in Drehbewegungen entlang. Zack. 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 Und fürs Gewissen noch einer. Knoten. Müssen feucht sein. Auch wichtig. Dann geht er einfach mit den Rest, den ihr habt, in die Öse, wo euer Zeigefinger ist. Da hinein. Noch ein bisschen feuchten. So, und dann zieht er einfach ein bisschen. Dann sieht es ein bisschen verkräuselt aus. Zieht er ein bisschen runter. Zack, zack. Und fertig ist der Lack. So, überschüssiges Material abschneiden, nicht wegschmeißen. Ich gehe da ein bisschen in die Vergangenheit ein, weil es wurde... Ja, ihr wisst, was ich meine. Also der eine oder andere wird es vielleicht noch wissen, was ich meine. Und dann kommt mein 10 cm langes Vorfach noch an den Wirbel selber dran. Das zeige ich euch dann mal später, weil ich übersprenge gerade ein bisschen die Kapazität der Zeit. Also eigentlich nicht, aber das zeige ich euch dann später. Das plus dazu. Wie gesagt, das ist erstmal das grobe Vorfach. An die Tangleboom, Fotokorb, die Perle, der Wirbel. Ne? Viel mehr ist es dann gar nicht, ne? Gut. Da haben wir erstmal genug geprabbelt und wir sehen uns dann später. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on stage. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sehr schön, dann ist auch das schönere Wetter jetzt endlich mal bei uns angekommen, was wir auch angesagt haben zum Mittag. Gott sei Dank, das macht einen ja doch schon ein bisschen positiv gestimmter, wenn das Wetter auch schon mal passt. Robert hat ja auch gerade gemeint, das macht er nicht schon mit Menschenmassen, sondern auch mit den Fischen. Also, gut, wenn Robert das sagt, wird wahrscheinlich gleich beißen, denke ich mal. Der gerade ein bisschen an seiner Fotomulde ein bisschen rumspielt, ein bisschen sauber macht. Ja, nee. Ich habe euch ja noch gesagt, ich zeige euch nochmal meinen Köder und mein Vorfach. Das möchte ich jetzt noch an dieser Stelle tun. So, hier ist im Prinzip das 10 cm lange Vorfach. Eigentlich zum Matted Feeder Fischen wird das verwendet, aber ich nehme es halt, wie gesagt, hier für meine Montage mit den Anti-Tangle-Boom. Das sind dann auch hier die Vorfächer. Dass ihr seht, ich erzähle euch da keinen Schrapel. Da sehen Größe 8, 25er Monofiler Vorfach. Ja, damit kannst du Pferde ziehen, also nicht ganz, aber ist auf jeden Fall ausreichend, definitiv. Und dann zeige ich euch das nochmal mit dem Köder und der Schraube. Ich mache dir mal eine Schnur, Sekunde. Ja, so geht's auch. Ist jetzt hier der alte. In dem Fall, die tun wir ganz gerne mal so nach 3-4 Stunden mal wechseln, weil so ein Köder an sich hat dann auch selber Geruchsstoffe und irgendwann haben die auch ausgedient am Wasser nach einer gewissen Zeit, von daher könnt ihr die auch gerne mal wechseln. Die sind ja sowas von ergiebig, also
mindestens ein halbes Jahr hast du so eine Tüte, so eine Box, wie auch immer. Wir reden jetzt nicht davon, dass du am Tag 10 Stück wechselst, aber wenn du so, sag ich mal, am Angeltag so 2-3 Mal die Geschichte mal änderst, kann das was bringen und hat auch schon oft mal was gebracht. Ob es jetzt daran lag, weil der Köder gewechselt wurde, wissen wir auch nicht. Robert geht nach oben, ich gehe nach unten. So ist es? So ist gut, ne? Nee. Genau, so, dann hast du hier dein Schräubchen am Haken. Da ist er, genau. Und dann gehe ich gerne hier, ich sag mal so, von der Tonform auf irgendeiner Seite hinein, steck die ganze Sache hier bloß ran, mehr ist es gar nicht. Wupp. Und schon hält die ganze Geschichte. Genau. Dann kommt jetzt hier dementsprechend nochmal Futter rein in den Futterkorb und dann geht die ganze Soße raus. Zeige ich euch mal noch, wo ich angle. Das machen wir auch noch, bin gleich wieder da. Robert ist nämlich auch noch da. Hey Ruby, gut siehst du aus. Ohne Mütze, Gott sei Dank. Ohne Mütze, ja. Das lassen wir mal kurz. Komm gleich wieder. Du kriegst ein Video auch gefilmt, einfach bloß, weißt du? Du kriegst ein Video auch gefilmt. Oder nicht gefilmt, aber gefilmt. Hier mein Vorgehensweise. Das ist Vorgehensweise. Da ist eine Biele. Da der schöne Baum, den nehme ich als Fixpunkt. Eine Rute liegt links davon, die andere rechts davon. Da angle ich. Wieder wie beim letzten Mal auf der gegenüberliegenden Seite, weil es hat er ja nicht nur da, auch in der noch späteren Vergangenheit auch gut geklappt, da drüben zu angeln. Robert, sein Equipment haben wir hier. Er angelt mit einer hier so in dem Bereich, bisschen ufernah, und die andere da auf dieser Seite. Da ist sein Fixpunkt, dieser Baum. Warum, wieso, weshalb er das tut, wird er euch wahrscheinlich noch sagen. Spätestens wenn er jetzt sein Mahlzeit Brötchen gegessen hat. Und lassen wir den guten Herrn erstmal essen. Ich bestück die Ruten auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal neu, also mit einem neuen Dumble. Gucken wir mal, ob es was bringt. Auf jeden Fall ist die Laune jetzt ein bisschen höher, wie sie vorher sowieso auch schon war. Ich sehe mich gerade gar nicht wegen der Sonne. Aber ja, noch einmal Zeit. Wir haben noch Zeit, sag ich. Was soll ich noch was sagen? Nee, alles gut. Also jetzt erstmal. Sollst du auch machen? Wurde mir gesagt, dass ich essen soll. Mahlzeit. Das ist dein erster Fisch dieses Jahr, oder? Nee, oder? Keine Ahnung. Brauchen wir die Brassen? Ich muss mal angefangen. Petri! Ja, schön. So, bin ich drauf? Klar. So, komme ich hier mal ein bisschen näher. So Leute, also der Knoten ist dann heute endlich geplatzt, nachdem der erste Biss ins Nichts ging, der Anhieb besser gesagt, haben wir es jetzt nach, ja, ich sag mal, richtig aktiver Angelzeit, fast 4 Stunden, endlich geschafft. Jo, mal einen Fisch zu fangen. Für mich auch der erste Fisch des Jahres, wenn ich mich nicht täusche. Ich mache euch mal ein bisschen runter, dass ihr den Fisch seht. Mich kennt ihr ja mittlerweile. So, dass wir das hier vernünftig hinkriegen. Den Fisch einmal zeigen können. So, Sekunde. So, schaut mal hier. Alle Fälle ordentlicher Brummer. Ja, wird auch um die 50 haben, so wie ihr es klingt blöd kennt, aber jetzt macht sie steif. Ihr kennt es. So, guck mal, stellt sich noch mal ein bisschen auf. Schönes Tierchen, wie gesagt, knapp über 50, ordentlich schwer. Schon ein bisschen was getankt. Ja, sehr, sehr schön. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ihr bleibt dran und wir sowieso. Immer was. Was ist los? Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Mir auch. Ja, also ihr Hübschen. Wie eben beim Fisch schon kurz erwähnt, nehme ich mal ein bisschen mit runter zum Wasser. Ist ja ein Angelkanal. Ich hoffe, dass mit der Sonne geht. Aber die Sonne ist da drüben. Ihr seht, das Wetter ist bedeutend besser geworden. Kann man auch mal die Mütze abnehmen. Wetter ist bedeutend besser geworden auf jeden Fall. Es hat jetzt auch zumindest mal angefangen mit Beißen, wenn auch noch nicht viel. Aber zumindest mal ein Biss, also 2 Bisse, ein Fisch.
Jo, es ist gerade so ein bisschen Durchhängestimmung hier. Die Leute, die hier sind, die sitzen alle auf ihren Stühlen und sonnen sich und genießen das Wetter. Das ist auch das Beste, was man im Moment machen kann. Denn, wie gesagt, es ist noch ein bisschen mau, aber wir hoffen, dass es noch besser wird. Marco hatte euch ja zu seiner Vorgehensweise auf jeden Fall schon was erzählt. Meine Vorgehensweise ist so wie beim letzten Mal. Eine Route Matted Feeder und die andere Route normal, klassisch Feedern mit einem längeren Vorfach-Futterkorb an die Tangleboom. Matted Feeder eigentlich ungefähr auf der Mitte. Ich kann euch ja mal so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, wir kriegen das hier mit der Sonne. Also hier unten sind meine beiden Routen. Die linke Route ist die Matted Feeder Route. Die habe ich ungefähr hier mittig und die rechte Route ist da hinten vor diesem Baum. Ja, so ungefähr. Ein bisschen drehen, dass er mich seht. Ja, ich denke mal so ungefähr 5 Meter weg vom Ufer. Marco angelt noch ein bisschen näher zum Ufer hin. Der hat vielleicht so 2-3 Meter. Ja, bringt auf jeden Fall Fisch die andere Seite. Das war beim letzten Mal so. Es ist heute wieder so, zumindest bei dem Bissen, bei dem Fisch bisher. Ein anderer Angler ist auch noch nebenan. Der angelt auch gegenüber. Der hat auch drüben sein Glück gefunden, wie man so schön sagen kann. Jo, und jetzt werden wir auf jeden Fall, so wie wir das eigentlich immer machen, bis zum Dunkelwerden angeln. In der Dunkelheit nicht mehr. Es wird ja jetzt immer länger hell, sodass wir auch noch ein bisschen was vom Abend haben wollen. Aber so bis 17, 18 Uhr werden wir sicherlich machen. Und dann gucken wir mal, wo uns das hinbringt. Wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser wird als die ersten Stunden, aber der Auftakt ist gemacht. Und ja, wir sind zuversichtlich. Jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen aus diesem Mittagstief holen. Und die Routen mal neu machen. Marco aus seinem Mittagstief zu holen wird ein bisschen schwieriger, das sehe ich schon. Da haben wir ein schönes Stück Kuchen gegessen. Jetzt wird es ja auch nicht mehr. Hier ist was los. Ich würde es euch ja gerne zeigen, aber da sind manche Sachen, die kann man nicht zeigen. Ihr habt sogar böse Worte. Also, wir sehen uns. Das ist auch ein Zeichen, dass man seinen Köder auch mal 20 Minuten liegen lassen kann. Aber wir waren jetzt über 20 Minuten. Echt überlegt gerade. Eigentlich müsste man mal neu machen. Ihr hübschen, aber hübschen. Brasse Nummer 2, ungefähr dieselbe Größe. So ein richtig schönes Pickelkleid an. So, guck mal, die sind sehr ruhig, die Kollegen. Vielleicht mal kurz. Oder so schöne, bisschen kleiner als der erste, aber schönes Tierchen. Wieder um die 50 cm groß. Jo, schon mit ein bisschen Ausschlag, wie ihr vielleicht seht. Ja, durch die Sonne sieht man das ganz gut. Ja, sehr schön. Vielleicht haben wir die Fische jetzt am Platz. Schauen wir mal. Petri. So, die nächste Runde. Gott sei Dank. Langsam erwachen die Fische ein bisschen. Mal gucken, ob es nochmal eine Bream ist. Fühlt sich zumindest so an. Ja, es hat sich dann jetzt noch ein bisschen mehr gelohnt. Es ist wieder ein Brassen, aber wer treuer Zuschauer unseres Kanals ist, der Marco hat letztes Jahr ein PB geknackt bei der Brasse oder beim Brassen, ich glaube 63 cm. Ne? Und ich habe ja immer gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben 60er Brassen gefangen. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, eine 61er Brassen zu keschern, zu fangen, zu landen. Jo, auf jeden Fall geil. Also war irgendwie unverhofft, weil Marco sagt, komm, misst ihr mal. Ist echt fett, das kann man nicht sagen, aber das täuscht ja so ein bisschen. Und er hat tatsächlich 61 cm. Also so kann das Jahr ja beginnen. Definitiv. Ja, jetzt zeigen wir euch noch kurz. Und ja, dann sind wir glücklich. Sind wir so schon. Also, zeige ich euch kurz den Fisch. Gucken, dass er so schön ruhig die ganze Zeit. Ich hoffe, dass er das auch noch bleibt. Schaut mal hier. Richtig schönes, großes Schiff. Schön goldig mit der Sonne. Das lohnt sich natürlich richtig. Wie gesagt, 61. Richtig geiler Fisch. Der süfft auch gerade Wasser. Schön in meinen Ärmel rein. Was will man mehr? Petri, Leute, wir bleiben dran. Also dann nehme ich euch mal ein paar Meter mit. Man soll sich ja auch beim Angeln immer mal bewegen. Und nicht den ganzen Tag auf seinen Stuhl sitzen.
Das ist auch nicht so angenehm, deswegen mache ich das jetzt mal, habe die Routen kurz rausgenommen, gehe mal ein paar Meter mit euch. Ja, das lief doch dann doch noch gut erfolgreich in den letzten 1 bis 2 Stunden. 3 schöne Brassen haben wir fangen können. Muss gucken, dass keine Fahrradfahrer kommen und mich eventuell über den Haufen kommen. Ja, lief das sehr, sehr gut in den letzten Stunden. Haben dann 3 schöne Fische fangen können. Eines meiner Ziele gleich zu Beginn des Jahres abhacken können. Ein schöner 61er Brassen. Brassen über 61, oh meine Güte, über 60 cm. Ich bin schon vollkommen durcheinander. Aber die Sonne scheint, das kommt auch noch dazu. Ist wirklich sehr, sehr herrlich geworden. Heute Morgen war es echt noch bitterkalt. Wir haben uns hier um 7 getroffen und deswegen ist das jetzt sehr, sehr angenehm. Und wir schauen einfach mal, was noch geht. Wir haben jetzt noch so 1, 2, vielleicht 3 Stunden, die wir uns vorgenommen haben zum Angeln. Wir werden jetzt mal sehen, ob sich vielleicht noch ein Döbel blicken lässt. Das wäre natürlich auch geil. Aber ansonsten sind wir mit den 3 Brassen natürlich total zufrieden. Wie gesagt, eine PB-Brasse. Kleines Ziel von mir noch gewesen. Und wen es interessiert, mit welchem Köder? Ja, die Kollegen. Gelb, knallgelb, Pineapple. 8 mm Pineapple-Wafter. Toller Köder. Wer länger bei uns auf dem Kanal ist, weiß, dass ich den immer wieder gerne fische. Letztes Jahr ein bisschen außer Acht gelassen, weil ich irgendwann keine mehr hatte und es versäumt habe, mir neue zu holen. Da bin ich also ein bisschen auf die Zellwafter auch, ich will nicht sagen umgestiegen, aber das lief auch echt gut. Und dann haben die ihren Job gemacht. Jetzt habe ich mir die Pineapple mal wieder besorgt. Gibt es auch von anderen Herstellern. Ich fische sehr gerne die von Mainline hier in 8 mm. Die andere Route, meine Method Feeder Route, also die fische ich an der normalen Feeder Route. An meiner Method Feeder Route habe ich einen 10 mm. Was habe ich da? Da habe ich auf alle Fälle einen Zellwurf da dran. Sollen wir mal gucken. Es war nicht nur Zell. Das war noch irgendwas anderes. Aber auch das kriegen wir raus, das reiche ich euch nach. Ja, und wie gesagt, jetzt gucken wir mal. Jetzt werden wir die Köder oder die Körper nochmal neu rausbringen. Also ich meine Ruten jetzt erstmal wieder rausbringen. Der Marco ist bei den Ruten und fleißig am Angeln. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen. Schauen wir, was noch geht. Ist ein bisschen lustig, dass dieser eine Köder heute der Erfolgsköder ist. Wir haben 3 Ruten auf der anderen Seite. Marco mit seinen Erfolgswurfsern. Das schweigt heute leider alles ein bisschen bei ihm. Ihr wisst, beim letzten Mal war es umgedreht. Ist echt verrückt. Heute scheinen die Pineapple-Wafter, also diese hellgelben oder gelben oder auffälligen Wafter, ein bisschen den Vorteil zu haben. Aber mal gucken. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen hier. Vielleicht wendet sich das Blatt nochmal. Und jetzt gehe ich zu meinen Ruten. Und dann zeige ich euch mal das Futter, mit welchen Ruten geangelt wird. Ihr bleibt einfach dran, so wie ihr es immer tut. Und drückt uns die Daumen, dass das mit dem Döbel vielleicht noch klappt. Und dass die Sonne sich bis zum Schluss hält. Also, bis gleich vom Angelplatz. Action! Was hast du da? Müll, den wir mitnehmen werden? Ja. Ja, ja. Ein leidiges Thema. So, zurück zu den Ruten. Oder an den Ruten. Ich hatte euch ja versprochen gesagt, dass ich zumindest noch kurz was... Ja? Oh, ihr seid Markus Glücksbringer. Wir müssen das verschieben. Jo. Jo, sagt er. Dann verschieben wir es. Schicker Silberling. Ja, mit meinem Dumbling gerade gebissen, wie Robert schon sagte, hat es 7 Stunden gedauert. Der erste Biss war auch sehr zaghaft. Aber na gut, die Brassen sowieso noch ein bisschen ruhig jetzt in der Jahreszeit. Aber schön, freut einen auf jeden Fall. Auch wenn es der erste jetzt ist, auch wenn es eine Brasse ist, aber Fisch ist Fisch. Ja, macht schon wieder steif. Nee, will noch ein bisschen. Freue ich mich. Schön, Petri. Guten Morgen. Ja, moin. Guten Morgen. Jetzt bin ich wieder da. Also da nochmal, der Marco hat seinen Fisch gelandet und ich kann euch das noch erzählen, was ich euch erzählen wollte, was ich euch versprochen hatte, noch was zu den Rutenrollen und Futter. Futter, ich habe mal so ein bisschen, ist nicht mehr viel drin, muss ich bestimmt gleich nochmal eine Handvoll machen. Oh, ich euch ja mal zeigen, ja, sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so durch die Sonne, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das ist ganz normales Grundfutter drin, dunkles, wie wir es immer gerne verwenden. Weil wir halt auch sagen, ja, helles Futter im Frühjahr, hat das eine Scheuchwirkung? Keine Ahnung, das ist jetzt nicht der Grund für uns, warum wir kein helles nehmen. Wir vertrauen einfach auf dunkles Futter. Ja, da sind ein paar Haferflocken drin, ein bisschen Mais. Dann auch die Soße aus dem Maisdöschen. Und dann habe ich noch so ein bisschen Liquid reingemacht, mache ich immer ganz gerne, wie ihr wisst. Genau, und das nehme ich fürs normale Fiedern und fürs Matted Fiedern. Genau, die Route, die hier liegt, eine 11 Fuß lange Matted Fieder Route von Tubertini.
Das ist die Next Generation. Also ja, 11 Fuß, ungefähr 3,30 Meter lang. Die andere Route ist eine Diver Ninja, die ist 3,60 Meter lang, also nochmal 30 cm länger ungefähr. Diese englischen Maße sind ja nicht ganz genau, aber es wird eben in 11 Fuß angegeben. Die andere, wie gesagt, 3,60 Meter. Method Feeder hier vorne, Normal Feeder auf der anderen Seite. Der normalen Feederrute eigentlich drüben auf der anderen Seite. Und mit der Method Feederrute so ein bisschen mittig. Ging bisher gar nichts. Habe ich auch einen hellen Köder. Es ist auf alle Fälle Essential Cell gewesen oder ist es immer noch. Also auch was Zelliges. Und von den Rollen her an der Feederrute habe ich eine 6000er Diver Rolle dran. An der Route ist es auch eine 6400er. Die Balzer Allegra, die kennt ihr auch bei mir. Das ist die mit dem Gummischnurclip, wo wir immer noch darauf warten, dass der Riesenfisch beißt und dieser Gummischnurclip sich dann mal selbst freigibt, weil man hat ja ein paar Ersatz und möchte die auch gerne mal benutzen, wenn es denn um sowas geht. Genau, das sind die beiden Ruten, beide mit Kork. Ihr wisst, das mögen wir auch ganz gerne. Ja, die habe ich hier vorne auf einer Rutenauflage, hinten jeweils auf einer. Dafür sind diese Method Feeder Auflagen ja da, dass man da auch durchaus zwei Ruten drauflegen kann. Muss man nicht, kann man. Beide Ruten oder beide Rollen besser gesagt mit einer 030er Schnur. Hatte ich ja auch schon ein paar Mal erklärt. Ich nehme die Method Feeder Rute ganz gerne. Auch zum Schleinangeln, gerade im Sommer nachher wieder. Und da es ein sehr krautiges Gewässer ist und schlaue Schleien Power haben, hat man einfach ein bisschen was entgegenzusetzen, weil mit einer Method Feeder Rute, wisst ihr ja selber, hat man jetzt nicht so ein Rückgrat wie vielleicht mit einer Heavy Feeder Rute vom Fluss. Aber man staunt immer wieder, was die Ruten abkönnen. Also wirklich so ein. Die Aktion von der Route letztes Jahr dann doch das ein oder andere Mal erleben dürfen, ist schon sehr, sehr schön. Aber lieber mehr oder haben es besser als brauchen, deswegen eine dickere Hauptschnur. Und genau, so der Plan, so gehen wir vor. Hat jetzt endlich dann auch Fisch bei Marco gebracht. Der geht ein bisschen anders vor, hat er euch aber auch schon erzählt soweit. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass die Fische vielleicht Bock auf Armbrote haben. Der ein oder andere sich noch blicken lässt, ja. Und dann die Nummer mit dem Döbel, das wäre doch sehr schön für heute. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Du. Oh, der ist drüben, wa? Das sind, oh, ihr seht, nach kurzerer Pause, ihr seht es ja auch im Sonnenstand so ein bisschen, nicht erschrecken, ich richte euch mal noch so ein bisschen aus. Jetzt endlich mal wieder gebissen. Ja. Da ist er, Herr oder Frau Döbelanski. Jetzt doch noch kurz vorm Feierabend gebissen, ich zeige euch nochmal. Kurz vorm Feierabend gebissen, Robert meinte noch gerade, ja, ist gerade wieder die Armbrotzeit. Ja, hat natürlich gepasst jetzt, super, freut mich. Ködertechnisch hat sich nichts bei mir geändert, sind immer noch die Pinken, sage ich mal, die Pinken Bosswurst von mir, ja. Jetzt auch mal auf der anderen Rute gebissen, also auf jeder Rute ein Fisch jetzt sozusagen. 50 cm harter haben wir gerade gemessen. Ja, schönes Tierchen, wie Robert immer sagt, schön. Hat sich auch echt gut verkauft, also der ging auch in die Bremse rein. Ich habe mir jetzt eigentlich auch fast mit mehr gedacht, aber ja, war auf jeden Fall nicht im Wintermodus. Der war schon ein bisschen weiter wie die anderen. Bevor Marco jetzt anfängt, weiß ich nicht, ob du was sagen willst. Immer. Ich bin immer redebedürftig, aber muss nicht jetzt sofort sein, du darfst auch was sagen. Ich würde erstmal meinen Wunsch äußern und den lieben Herrn da oben, wer auch immer fürs Wetter verantwortlich ist, Petrus, weiß ich nicht. Der Pegelstand geht zurück, unser Fluss erholt sich, die letzten Tage auch sehr gut. Das Ende ist hoffentlich in Sicht, dass wir endlich wieder an Fluss können, weil ich denke, wenn ihr was mit uns verbindet, wir selber verbinden es mittlerweile auch mit uns, ist es die Flussangelei. Das ist einfach das, was uns das ist einfach am meisten Spaß macht, den meisten Spaß bringt. Und freuen wir uns natürlich, wenn wir da wieder hin können, aber wir haben es ja jedes Jahr im Frühjahr hier angefangen und waren das ein oder andere Mal hier angeln. Und auch das hat seine absolute Berechtigung. Das ist einfach immer wieder schön. Kann man nicht anders sagen. Aber bitte, bitte, beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich vom Fluss wieder. Ju. Boah, läuft die Nase, zeigen, dass es kalt ist. Genau, einmal die Ruhe genießen. Ich war fertig. Ach, du warst schon fertig, ja? Ja. Ja, ja, nee, zum Angeltag. Wir hatten das beim letzten Mal auch so ein bisschen, wie man es immer macht, ausgewertet. Heute war es mal so, dass tatsächlich alle beide guten Fisch gefangen haben. Für die Jahreszeit absolut gerechtfertigt.
Genau, das glaube ich. Ne? Das Allerwichtigste, was man dazu sagen muss, ja. Genau, so hat es nicht nur einen betroffen, weil der andere ist dann, ja, guckt dann halt meist ein bisschen blöd aus der Röhre, ne? So ist es schöner, wenn es beide ist, die mal Fische fangen. Von daher hat das halt noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, wie beim letzten Mal sogar. Weil man sich natürlich auch von den anderen mitfreut, ist klar. Und ja, ködertechnisch hat sich ja dann jetzt auch gar nichts geändert bei uns. Wie Robert eingangs schon sagte, wir nutzen immer noch unseres dunkles Futter, weil wir das halt einfach gerne machen und weil es halt, ja, Erfolg bringt. Kann man so nennen, wir nennen es so. Wer fängt, hat recht, ist nun mal so. Hat Erfolg gebracht, von daher hat das auch gepasst. Wir hatten auch die richtigen Köder gewählt auf jeden Fall. Und das spricht ja auf jeden Fall alles für sich, ne? Zu Hause fängst du keine Fische, von daher haben wir alles richtig gemacht. Wetter war schön, genug Vitamin D haben wir gesammelt. Es ist D, ja. Ja. Keine Ahnung, wir haben auf alle Fälle Sonne hier getan. Das müsste D sein. D-Sonne. D-Donne. Ja. D-Donne. Ja, nee, deswegen, wir melden uns jetzt mal, oder jetzt schon zu Wort, sagen wir mal so, wir werden jetzt noch die eine oder andere Minute hier sitzen, aber es könnte sein, dass noch was passieren sollte, wenn das so sein sollte, werden wir euch nicht vorenthalten, zeigen wir euch dann noch, aber wir packen jetzt schon mal langsam ein, weil wir haben noch ein bisschen Fußweg vor uns und ja, alles in Ruhe, damit wir auch nichts vergessen. Der Müll wird alles wieder mitgenommen, so wie es vorher war, denn der ordentliche Angler verlässt nur seinen Fußabdruck, mehr nicht. Ja, also hatte ich ja schon gezeigt, meine Erfolgsköder, die drei Breams, die PB Bream, hatten alle Bock auf Ananas. Zeigt auch wieder, ne? Auch was Fruchtiges geht zu der Jahreszeit. Was Herbes ging übrigens gar nicht. Das nur mal so, nice to know. Aber könnte beim nächsten Mal anders sein. So die Legende. Aber das hast du aber Reim gebracht, ne? Na, hier reimt hat sich das nicht, aber war auf alle Fälle schön. Wahrscheinlich. Ja, und auch wenn es zwischenzeitlich echt zäh war, hat es mal wieder gezeigt, es lohnt sich. Man muss am Ball bleiben. Muss immer weitermachen, man muss trotzdem, auch wenn es mal 2-3 Stunden nicht beißt, darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Ein Kollege, der neben uns saß, hat auch eine gute Handvoll Fische gefangen. Also, falls du das Video siehst, wir sind uns fast sicher, dass du das sehen wirst. Liebe Grüße. Und Petri nochmal, also der hat auch gut gefangen. Zeigt, geht ans Wasser, es kann schon Fisch springen. Wir haben jetzt Anfang März und ja, Bock hat man ja sowieso. Ne? Ja. Ajo, Herr Kapitän. Ajo. Ja, wenn wir noch was fangen sollten, reichen wir das nach. Aber, obwohl, ich will nicht sagen, ich bin skeptisch, aber das kam ja mit dem Döbel gerade auch unverhofft. War ja auch eine Weile Ruhe und von jetzt auf gleich, boom, Döbelbiss ist einfach an. So, da ist gerade ein bisschen hektisch. Doppelbiss. Aber meins ist gerade nicht so interessant, weil Marco seiner. Wir haben nicht mehr viel Akku. Ach so. Ja, dann müssen wir vor dem Fischen Akku wechseln. Weil bei mir, weiß nicht, ob ihr es seht, vibriert auch die Spitze. Ja, Leute. Vielleicht haben wir Marco hier wieder. Der Carp Hunter. Gut, Leute, bis später. So Leute, hier mein Fisch. Ich bin ein großer Mensch, ich bin fast 1,90, meine Hand passt nicht rum. Also nur mal so, das ist mein Gummistiefel, das ist die Plötze. Wahnsinn, aber jetzt müssen wir schnell zu Marco. Die hat locker 30 Zentimeter, heftig, geil. So Freunde, das war jetzt mal ein Abgang. Erst hat es bei mir gebissen mit einer Brasse, dann bei Robert die schöne Plötze, die wirklich auch groß war. Ja und jetzt natürlich, ja auf der anderen Route hat es auch nochmal gebissen. Schaut mal selber. Ein schöner, wunderbarer Spiegelkarpfen. Um die 60 cm wird er haben. Hat sich gut verkauft für die Jahreszeit auf jeden Fall. Ist auch gut schwer. Wird seine 7-8 Kilo haben auf jeden Fall. Ja, was für ein Abgang. Was für ein Tag, hat sich gelohnt. Robert, danke fürs Cachern. Ist immer wichtig zu erwähnen. Das schaffst du alleine, schwierig. Ja, super. Läuft ja. So, das war's jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal.